Einen wunderschönen zusammen. Hallo. Wir grüßen aus unserem Buschen wieder mit Tisch. Das liegt daran, dass wir uns gerade Brötchen geholt hatten und hier im Bus gefrühstückt haben, weil es draußen so ein bisschen nass und nusselig ist. Aber wir haben die Türe offen und es ist herrliche Luft. Jetzt so langsam kämpft sich die Sonne durch. Ich sehe schon leicht blauen Himmel. Das wird richtig schön. Also wir haben super geschlafen auch. Ja, es war wunderbar. Ich habe wirklich gut geschlafen. Wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt noch hier so an, die haben hier so Automaten, wo man Fleisch, Wurst und Getränke kaufen kann. Ja. Brötchen am Kiosk geholt und ein bisschen Wurst, Nutella hatten wir dabei, weil wollten jetzt nicht so viel Zeug mitnehmen. Ja, ich denke, wir werden jetzt als allererstes mal schauen. Da oben gibt es so ein Adventure Golf. Genau. Da gehen wir mal gucken. Sowas wie ein Minigolf sein, schätze ich mal, ja. In gehobener Version. Ich glaube, damit werden wir jetzt nach dem Frühstück mal starten, ne? Ja, das mit dem Tisch war super. Ich liebe diesen Tisch. Das ist das erste Mal, dass wir den überhaupt benutzen während einer unserer Touren. Und ich muss sagen, weil es draußen ja doch noch so nass ist, wäre das jetzt eklig, den Tisch draußen stehen zu haben. Und nass und kalt und matschig so ein bisschen noch. Das war jetzt super hier drin. Also perfekt. Kann ich nichts sagen. Ich liebe ihn jetzt schon. Mein Telefon klingelt. Oh. Mitten in der Natur. Ja, sowas. Ein super schöner Minigolfplatz, so mit diesem Kunstrasen und überall so hübsche kleine Objekte und Hindernisse. Echt ein sehr schöner Platz. Sagen, wie gut wir zusammenpassen. Wir haben beide 66 Schläge gebraucht. Also beide gleich miserabel im Minigolf. Oder gleich gut. Nein. Wir waren jetzt nicht so schlecht. Doch, Komm. Wir waren schlecht. Nein, wir waren nicht schlecht. Doch. Wir waren nur mittelschlecht. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Minigolfanlage hier. Gefällt mir wirklich gut. Und das Wetter, ihr seht ja, Bombe auf einmal. Ja, wir müssen zurück zum Bus. Ich muss nämlich eine kurze Hose anziehen. Boah. Ich habe gar keine kurze Hose dabei. Haha. Jetzt haben wir unsere Sachen gepackt, also einen kleinen Rucksack mit Getränken und ich habe kurze Hose an. Ich nicht. Wir fahren jetzt mit den Rädern mal so ein bisschen durch die Gegend. Wir sind uns bewusst, dass wir, egal wo wir hinfahren, auch bergauf fahren müssen. Ja. Sind wir uns bewusst? Sind wir uns bewusst, ja. Sind wir uns dessen bewusst? Ja, ich habe halt kein E-Bike, ne? Das ist ja traurig. Ich auch nicht. Ich habe jetzt auch kein E-Bike. Also nein, wir fahren jetzt einfach ein bisschen rum. Ja. Deshalb haben wir sie ja dabei, ne? So machen wir das. Auf geht's.
Da sind wir jetzt angekommen beim Schloss Gedern, was quasi ein Hotel ist. Also hier, was man jetzt nicht sieht im Hellen. Ja, ist ein Hotel und was hast du gesagt? Rathaus, ne? Ja, steht dran, Rathaus. Also sehr wahrscheinlich kann man hier auch heiraten, wenn man möchte. Also ganz ähnlich wie bei uns in Hanau das Schloss, was ja auch quasi Standesamt ist. Ganz netter Bau. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass wir jetzt quasi um in den Ort Gedern zu fahren, sind wir bestimmt einen Kilometer richtig schön steil bergab gefahren. Das heißt, wenn wir wieder nach Hause wollen, müssen wir diesen fucking Berg auch wieder hoch. Da graut es mir jetzt schon ein bisschen vor. Aber okay, wir kämpfen uns durch und dann haben wir uns wenigstens unser Abendessen verdient. Ja, ich guck gleich mal. Eventuell finden wir auch irgendeine Route, die nicht ganz so dramatisch ist wie jetzt da durch den Ortskern. Weil, ja, wir sind jetzt auch schon wieder ein kleines Stück hochgefahren. Ich habe die Hoffnung, dass man sich so irgendwie so auf so Bergkuppen da durchschlängeln kann. Aber es ist halt nur eine Hoffnung. Schauen wir mal. Wir sind wieder angekommen nach unserer kleinen Tour. Ja, knapp 2 Stündchen waren wir jetzt unterwegs. Das Schloss gesehen. Ja. Die Gegend hier ist eigentlich nett. Ist halt ein bisschen hügelig. Das ist halt mit normalen Fahrrädern ein bisschen beschwerlich, aber nichts, was man nicht schaffen könnte. Jetzt sind wir hier und ja, zum Essen machen ist es noch zu früh. Ich überlege gerade, ob ich zum Kiosk fahre und Eis hole. Was hältst du davon? Ja, das ist eine gute Idee. Aber dann kommst du besser mit, weil sonst ist das geschmolzen, bis ich wieder hier bin. Okay. Kiosk ist ja jetzt nicht so. Kiosk ist okay. Dann holen wir uns ein Eis. Letztendlich laufen wir jetzt zu Fuß zum Kiosk. Wir konnten uns nämlich nicht einigen, welchen Radweg wir da hinnehmen. Es gibt so unglaublich viele, deshalb laufen wir. Ja, jetzt sitzen wir hier am Kiosk und haben uns dazu entschlossen, vor dem Eis eine kleine Portion Pommes zu essen, weil ja, die Radtour uns halt jetzt ein bisschen ausgeschlaucht hat. Und Essen gibt es ja erst abends bei uns, deshalb dauert noch ein bisschen. Wir fahren Porsche! Wie cool ist das denn? Jetzt sind wir wieder angekommen. Nach unserer rasanten Bootsfahrt. Ja, es war irgendwie ein recht interessanter Tag heute. Wir haben viel gemacht, viel aus dem Tag rausgeholt. Dafür, dass wir hier gestern noch bei so einem Regenwetter angekommen sind, war es doch ganz schön. Ja, jetzt nachher gibt es noch Essen. Also was heißt nachher? Wir haben ja jetzt schon nach 6. Das heißt, nachher gibt es dann lecker Essen. Wenn wir es uns wieder bei uns im Bus am Tisch bequem machen,
den Abend ausklingen lassen und ich denke mal relativ zeitig ins Bett gehen, weil ich glaube, wir werden heute ziemlich fertig sein nach den ganzen Aktivitäten, die wir gemacht haben. Ja, und morgen, wenn wir wach werden, wird abgebaut und dann geht es wieder nach Hause. Dann fahren wir wieder ein Stündchen nach Hause. Also das muss man dazu sagen, wir sind ja quasi nur knapp ein Stündchen von zu Hause weg und es ist trotzdem so entspannt. Es war wieder eine gute Idee zu sagen, wir fahren am Wochenende los, bevor jetzt nächste Woche die verhasste Spätschichtwoche kommt. Aber na gut, ist so. Dann warten wir mal aufs Essen. So, meine Lieben, was für ein Sonnenuntergang. Uah. Ja, wir waren schon spülen, wir haben alles fertig. Ich habe sogar die Fahrräder schon wieder hinten auf dem Träger drauf. Ja, ich habe auch schon ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen ausgefegt hier drinne. Mhm. Ja, also wir werden morgen nicht lange brauchen, denke ich, um abfahrbereit zu sein. Das geht recht flott. Das geht flott, ja genau. Bett zurückbauen, Beifahrersitz umdrehen. Genau. Und dann geht's nach Hause. Wie gesagt, wir haben ja nicht auf, ne? Pavillon ist gar nicht aufgewiesen. Genau. Und das Schöne ist, dass wir gar nicht lange fahren, bis wir wieder zu Hause sind. Das heißt, wir haben dann tatsächlich, wenn wir hier morgens wegfahren, tatsächlich noch ein bisschen was vom Sonntag. Ja, eigentlich fast den ganzen Sonntag, ne? Wir sind ja immer zeitig dann. Ja, ich bin schlafskaputt, muss ich euch sagen. Der Tag hat mich heute so geschlaucht. Ich bin jetzt schon müde und wir haben, weiß ich nicht, 8:30, 9 aller spätestens. 10:08. Oh Gott. Obwohl hier noch schwer Disco gemacht wird auf dem Platz, also so musiktechnisch. Das geht, solange es von einer Stelle kommt. Ja, genau. Eben, wir hatten vorhin auch mal von 3 Ratte. Stellen Musik. Da unten läuft sie. Ach, naja gut, bleibt nicht aus. Ne? Ja, die wird jetzt gleich hier vorne lang kommen. Naja, egal. Ja, von 3 Stellen hatten wir Musik, da habe ich dann unsere eigene mal ausgeschaltet. Ein bisschen, war so ein bisschen. Puff. Jetzt nicht so unsere Musik, aber man könnte es ein Ticken leiser hören. Ja, ich habe sie gesehen. dass jeder seine eigene Musik hört, das wäre wünschenswert, aber naja, wir sind hier nicht, ne? Bei Wünsch dir was. Nein, nicht ganz. Okay, Leute, wir machen jetzt hier zu. Morgen weiß ich gar nicht, ob der Vlog so spannend sein wird, weil wir fahren halt heim und dann gibt es ein bisschen zu Hause, aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Wahrscheinlich werden wir was ganz Spannendes zu Hause machen, deshalb schaltet unbedingt morgen wieder ein. Vergesst nicht das Abonnieren und die Glocke anpinnen, damit wir euch auch jeden Tag nerven können mit einem neuen Video. Das ist so schön, oder? Ja, Wahnsinn. Komm, machen wir auch ein bisschen Phishing for Comments oder so. Phishing? Ja. Was soll ich denn sagen? Ja, die sollen irgendwie sagen, wie hübsch dein T-Shirt ist. Wie hübsch mein T-Shirt ist, ja super, ja. Es ist mein Schlaf-T-Shirt. Schreibt mal in die Kommentare, wie schön dieses Schlaf-T-Shirt ist. Ja, wie wunderbar. Tragt ihr Schlaf-T-Shirts, tragt ihr Pyjamas, genau, schreibt ihr nackt? Bitte schreibt es uns, das würde mich persönlich interessieren, vor allem wenn ihr nackt schlaft. Also. Willst du das wirklich von allen wissen? Ja, 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 ich will das wissen, weil im Sommer... Jetzt überleg mal, Johannes schreibt dir, ja, ich schlafe nackt. Ja, und dann lass ihn doch. Jeder hat das Recht, auch nackt zu schlafen, im Sommer wie im Winter. Das soll es jedem überlassen, nicht wahr? Im Winter hat er dann einen Reißzapfen. Na gut. Wir hören jetzt hier auf. Bis denn. Bis dann. Ciao. Tschüss.